eine S-Klasse. Oh, oh nee, ey. Nimm mal Remoulade aus dem Kühlschrank nochmal eine Runde. Guck mal hier, die Spachteldicke. Guck mal. Ist doch gut. Guckt halt mal an. Ist das schon Gammel da? Das Schimmel hier. Alter, hier sind Leichenteile. Wir müssen hier raus. Yo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Abenteuer. Wir sind unterwegs hier irgendwo im Nirgendwo und suchen einen Mercedes SL in einer Garage. Und was das gibt, seht ihr wie immer. Jetzt. Was ist das? Gehen wir heute, die guckst du mal. Ja, guck. Sagst du, das Licht da hinten, das Signal leuchtet auch nicht. Hier fährt auf jeden Fall noch. Hier fährt keiner mehr. Hier fährt gar kein Zug mehr. Die Lampe da hinten haben die nur so hingestellt. Ja, ja. Kommt der ECE da angewichst hier. So raus. Ich kann hier nur gerade meine Socke beim Laufen. Hast du so kurze Sneaker an? Ja, ja. Mhm. Wo sind wir hier? Auf irgendeiner Weide, wie es aussieht. Guck mal. Eine Kuhweide. Powerful noch, oder? Testen. Leute, wir sind da. Wir sind ja irgendwo nirgendwo gelandet. Ihr seht, hier gibt es eine große Weide und wenn ich mich jetzt in diese Richtung drehe, seht ihr, hier gibt es ein kleines Häuschen. Es ist, glaube ich, aber kein Wohnhaus, es ist eher so eine Scheune. Marvin. Nico. Was hat für Robin dabei? Sehr gut. Achtung, Energieversorgung, Oberhausen, Starkstromkabel. Lackierpistole. Wir haben den Hinweis bekommen, dass es sich hier um einen SL handeln soll, der noch in der Garage steht. Ist da schon der SL? Ja. Quatsch. Aber Mercedes steht in der Garage. Wir gucken jetzt mal. Aber ich habe hier noch was anderes Spannendes gefunden. Dicke, fette Handbücher von der PlayStation. Alte PlayStation 2. Ja, guck mal, was gibt es jetzt? Oh, eine S-Klasse. Ja, geil. Boah, guck mal, ey. Hier steht sogar eine Lenza rum. Haben wir alles gefunden. Wahnsinn. Mal gucken gehen. Das ist eine S-Klasse und was noch? Chrysler. Chrysler? Ich muss mal in die S-Klasse gucken. Ist offen, ne? Oh ja, Leute. Wir haben hier, ich muss mich reinsetzen. Es ist kein SL, den wir gefunden haben. Es ist eine S-Klasse, eine alte. Minimale Ausstattung 278.000. Auf jeden Fall Benziner, hohe Drehzahl geht, Economy, guck mal, eine Economy-Anzeige sogar da drin. Boah, der riecht aber schimmelig. Hier geht so. Und Sitzheizung, war da auch. Sitzheizung, aber das war dann auch schon wieder. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein anderes spannendes Auto. Schlüssel steckt jetzt nicht mehr, ne, hier ist nur so ein Tüchlein mit Kacke unten im Fußraum. Und das hier ist ein, weiß ich noch nicht, Chrysler? Steht da drauf, ein Chrysler-Stern, Leute. Ich muss halt über Kopf halten, weil ich hier nicht reinkomme. Ja, also sieht so ein bisschen aus, als hätte man da schon mal so ein bisschen, kleines bisschen Spachtelmasse verwendet. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Guck mal hier, die Spachteldicke. Guck mal. Ist doch gut. Guckt der mal an. Ja, ich sehe schon, Zentimeter oder so. Zentimeter? Alter. 10. Und das Schloss hat er zugemacht, oder? Scheinbar hat er den zugespachtelt. Guck mal, da ist eine Spinnestange drin im Schloss. Oder den wollte einer damit aufmachen. Den Kofferraum, weil er sich denkt, da sind die Goldbarren drin. Da sind die Goldbarren drin. Ja, das ist schon mal so eine Messi-Bude. Ne? Jetzt ist natürlich für mich die Frage, warum, weshalb, wieso ist das so, wie es hier aussieht. Also wir sind jetzt scheinbar in einer kleinen, privaten Kfz-Werkstatt gelandet. Wir haben Chrysler, wir haben eine 500er S-Klasse wahrscheinlich. Mach mal auf. Jawohl, da ist er, der 8-Zylinder. Nein. Mirko, Fahrgestellnummer? 1. Eins. Schon wieder? Schon wieder. 8 Zylinder wird das sein, das wird irgendein großer sein, ja. Siehst du doch hier. 500. Eins, vier. Zwei, vier Ausgänge. Vier, dann hast du auf der anderen Seite auch nochmal vier. Ist das 4 Zylinder, auf einseitig nur getrimmt, kann auch sein. Da ist Remoulade im Kühlschrank. Da gibt's doch gar nicht. Sascha! Komm mal her. Doch, komm. Mirko? Oh.
Oh nee, ey. Guck mal, der Deckel ist schon auf. Komm her, Sascha. Oh, auch noch. Nee, komm. Sascha auch nochmal. Ich will dich kurz. Guck mal jetzt. Mach jetzt, mach, ey. Guck mal, ich seh schon. Was ist das? Das normale Weg doch mal. Boah, der Nachgeruch, nur der erste Geruch geht. Der Nachgeruch. Ja. Nimm mal Remoulade aus dem Kühlschrank nochmal. Noch das kommst nicht dran. Guck mal, von wann die abgelaufen ist. Das ist nochmal spannend zu wissen. Was ist denn? Hast du halt im Hals gekriegt oder Staub oder? Oh. Willst du vom Skurwurst noch eine leckere? Ja, sicher. Mit Remoulade. Sag mal her da. Ich muss gucken, wie läuft die noch? Ja. Abgelaufen? Oben Deckel oder so? Naja, ist oben am Rand vom Deckel. Ja, Deckel. Der Deckel ist weg. Ja, dann? Wird ein bisschen verzicken. Guck mal, das läuft denn da raus, Junge? Komm her, genau, und wirst du verzicken. Ist das schon Gabbel da? Das ist Schimmel, hier. Komm mal her. Nimm mal hier. Verbildet, ich kann es mal essen. Echt? Ey, ist lecker hier. Die Leute, die denken sich auch so, Alter, was ist los mit denen? Ja gut, okay. Ja. Weiß ich nicht, eine komische Konstellation. Der hat wahrscheinlich Leuchtstoffröhren gesammelt, der Herr hier. Hier sind tausende von Leuchtstoffröhren. Wir haben hier ein bisschen Halloween-Deko. Wir haben zwei Autos in der großen Garage stehen. Wir haben einen leckeren Dingens hier. Spielzeug. Ja, ja, guck mal hier. Guck mal die Haare da drin an. Guck mal die Haare, Sascha. Die Haare. Sascha, komm mal her. Die war ein Blöschaden. Ja, geh weg jetzt damit, ey. Komm mal her. Alter, die will ja mitmachen. Ey, ich will kurz gehen. Mach mal einen Deckel auf. Guck mal, guck. Ich stell das hier hin. Kannst du ja überlegen, ob du noch ein Tzatziki mit Brot haben möchtest. So, wieder zurück zu den Tatsachen. Was haben wir denn hier? Da stehen schicke Öllampen rum, da unten und hier oben eine, ne? Ja, weiß ich nicht. Das ist eine komische Konstellation, ja. Die Bude irgendwie. Ja, vor allem viel Kinderspielzeug. Ja. Ja. Der Röhrenfernseher fachmännisch eingelagert. Guck, warte. Meinst du, der kommt raus? Guck mal. Sascha, lass es dir auf der Zunge zergehen. Ich meine, was die Zuschauer jetzt nicht gesehen haben, der hat ja wirklich gerade einen Löffel gegessen, weil er sich dachte, ist noch gut, ne? Ist doch gut. Verleuchte mal anders. Sascha, was steht hier? Steht mal, guck da rein. Was ist das? Der andere gucken, was ist gelb? Gelb ist scheiße. Das stinkt wie die Hölle, das Zeug. Direkt umgekippt hier. Aufgedreht. Riech mal dran. Das ist schlimm, ne? Was ist da für ein Zeug drin? Das ist Propan, ne? Nee, das ist kein Propan. Gelbe Kappe ist kein Propan. Ah, Leute. Das ist so eine Mischung aus Almhütte Alm hier, ne? Irgendwie, guck mal, hier mit den Holzbalken sich das Ding selbst zusammengeschustert, ein bisschen Dingens hier. Boah, stinkt das hier, ey. Wo ist der Topf? Mach den da Topf weg. Boah. Marvin. Wie schaut der Rest? Das ist ein Hirn. Ja, dann kannst du den noch einpflanzen. Neuer Titel, Hirn gefunden. Nee. Genau. Kannst du ja als Silikontitel einpflanzen. Warte, ich brauche ein Foto. Boah. Warte. Alter, hier sind Leichenteile. Wir müssen hier raus. Gleich kommt der Dingens angefahren, der Jeepers Creeper Wagen da. Dann ist Ende Gelände hier. Ja. Nein, hast du nicht. Zeig. Hast du nicht die Funktion, dass du mehrere Bilder auf einmal machen kannst? Doch. Welche Kamera ist denn das? 750D. Dann klar kannst du Serienaufnahme machen. Ja. Dass du drei Bilder machst, Belichtungsreihe. Wie geht das bei der 750? Kannst du Selbstauslöser auf 2 Sekunden machen. Und zack. Du kannst auch 5 oder so einstellen normalerweise. Ja, und dann? Aber wie kann er drei Bilder auf einmal machen? Wenn du jetzt, Selbstauslöser auf 2 Sekunden und dann einfach auslösen, dann macht er die automatisch hintereinander. Echt, ist das so? Ja. Probier aus. Machen wir mal so einen Test. Der macht jetzt 2 Sekunden, zack, zack, zack. Keine Ewigkeiten. Nee, schon fertig. Warte. Ja, du musst die Belichtungszeit ein bisschen runterregeln. Ja. Jetzt hast du aber... Ich kann schlecht ISO 400 machen, also das ist schon verrauscht. Pistole. Echt? Naja, die Kamera, die kleinen Dinger, die machen ohne ISO 100 ist schon... ISO Auto machen, hast du 64.000 ISO direkt, hast du Sternhimmel. Sascha, du nimmst jetzt erstmal den Joghurt hier, komm mal her. Du nimmst erstmal ein Stückchen von dem Joghurt hier. Ja. Oh, damit. Okay, und? Ja, das hat funktioniert, sind drei Bilder? Ja. Ja, dann müssen wir dir gleich nochmal erklären, wie das funktioniert hat. Hast du Lightroom? Ja. Und war da gerade dafür ein nacktes Mädchen? Echt? War das? Ja, zeig mal. So, guck mal. Ich zeig das jetzt nicht in der Kamera, Datenschutz, nee. Aber. Der ist da höchstens 14, gut aus. Wie sieht maximal. Geil. So, meine Damen und Herren,
weiß nicht, das war's jetzt mit dieser kleinen Butze. Wir haben jetzt wirklich nur ein Auto gefahren. Denn du willst jetzt filmen, wir sind aber auch gerade woanders stehen geblieben. Wir sind gerade stehen geblieben bei, wir haben eine Fotoserie angefangen, die war geil, aber dann haben wir die aufgegeben. Die Leute hatten wirklich Spaß daran und wenn ihr jetzt Bock habt, dass wir nochmal eine Fotoserie machen, dann schreibt es unten in die Kommentare und wir gucken mal, ob wir nochmal eine Fotoserie machen. Ja, die gucken sich schon. Machst du jetzt aus oder sollen wir zeigen, wie wir aufflexen und die Autos hier rausholen? Nee, das machen wir später. Sascha, hast du Hunger? Okay. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr erwartet. Der Weg hierhin war wirklich ein bisschen spektakulärer als der Inhalt. Ich meine, so ein SL. S-Klasse. Danke für die Verbesserung. Eine S-Klasse, eine S500er. Ist auch spannend, aber ist jetzt nicht so das Ultimative. Aber ihr wisst ja, man kann nicht immer so das Ultimative bringen. Wir haben auch Locations, die sind halt ein bisschen langweiliger. Aber hey, ist cooles Wetter. Wir haben einen schönen großen Hof. Da hinten kommt der Streifenwagen gerade angefahren. Nein, noch nicht. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, komm, klar. Mirko, geh vor. Mhm. Pass auf, der Mirko, wenn der runterrollt, ist der wie eine Kugel. Aufpassen. Das wird immer mehr Masse, ne? Du weißt doch genau, dass ich mich lang mache. Ja, versuche ich ja jetzt hier nochmal herauszufinden. Ich habe den Sascha-Flieger, den habe ich schon als Meme eingebaut. Vorhin gerade. Jawoll. Ich hab Schlupf. Das war die zweite Etappe. Fick dich doch einfach, da läuft doch eh nichts, ey. Keine Ahnung. Ah, ja, okay.